Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shieldwall. Und ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt, wir spielen heute wieder mal die Römer. Und zwar, wir verteidigen heute unser Britannien. Wenn ihr das letzte Video mit Alexander, mit dem unverbesserlichen Alexander gesehen habt, schaut mal nach unten, da ist es doch bestimmt noch da. So, wir sind heute Spartakus und die Griechen heute nicht mal Alexander. Hier nehmen wir mal Commius und Ägypten ist jetzt Ramses. Okay, gut, hier ist unsere Karte, wir starten wieder da. Okay, dann wir haben hier wieder Zeit, nämlich 30 Minuten, das wird auch hoffentlich reichen. Und dann starten wir mal direkt, ne? Okay. Da ist unser großer alter Spartakus. Ich habe, um ehrlich zu sein, ich habe Spartakus noch nicht gespielt. Noch nie. Okay, erstmal ein paar Leute. Und wir werden ähnlich vorgehen wie beim letzten Mal. Dass wir erstmal gucken, dass wir hier die... Ja, ich glaube, wir gehen so vor wie beim letzten Mal. Erstmal die Flagge hier vorne einnehmen. Weil die bringen am meisten... Also, ich kann es euch nochmal zeigen. Die... Und die Flagge bringt am meisten Gold. Die anderen bringen nur 60. Die bringt 240 und die bringt 120. Okay, gut, dann gucken wir jetzt mal, dass wir das hier einnehmen. Spartakus. Man sieht dich gar nicht, man sieht nur deinen Helm. Naja, egal. Okay, das erste Update, was wir brauchen, ist Limit of Units, weil das müssen wir auf jeden Fall jetzt noch erhöhen. Zack, zack, 23, jetzt sind wir 24. Gut, mal gucken, woher die kommen. Die kommen gar nicht. ja, okay, gut, dann sollten wir erstmal hier gucken, dass wir hier links angreifen. Ich hoffe, die sind jetzt hier nicht. Weil normalerweise greifen die... Warte, ich kann mal kurz gucken. Genau, die haben, weil normalerweise greifen die hier sind, erst B an und dann A oder C. Genau, und deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich jetzt F einnehme, damit ich den hier wieder die Blockade wegschneide. Und dann werden wir ähnlich vorgehen wie beim letzten Mal. Genau, oder? Respawn die jetzt da hinten? Nö. Okay. Defense! Oh, die kommen. Leute, Attacke! Gut, Leute. Gut, gut, gut. Jetzt wird wieder angegriffen. Er ist hier vorne. Das sollten wir auch nicht aufgeben. Warte. Wir nehmen einmal hier Gate Repair Time, weil das ist für unser Gate. Damit, wenn es mal angegriffen werden sollte, was halt fast zu 100% garantiert ist, die Griechen und die Gallier. Okay, gut. Dann können wir das jetzt uns wieder für uns behaupten, ne? Ja. Da guckt ihr dumm. For the glory of Rome. Gut, Leute. Gut, 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 gut. Gut, 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 Leute. Junge, ihr räumt echt gut auf, ne? Hopp, hopp, hopp. Nochmal neue Verstärkung. Gut, dann nochmal ein neues Update. Ja, hier, Standartenträger. Natürlich, wie immer. Und danach müssen wir auf jeden Fall auf Spearmen oder auf Legionäre gehen. Genau. Gut, dann haben wir das da einen haben wir ja eingenommen. Denn es ist auch eigentlich ganz gut, weil ich zeige noch einmal kurz die Map. Denn man kann nur Punkt F von hier aus erreichen. Das heißt, Punkt E ist sozusagen ein Schlüsselpunkt. Weil die hier müssen E haben, um die Stadt anzugreifen. Die hier, die eigentlich hier waren, brauchen E, um die Stadt anzugreifen. Und die brauchen halt E für ihr Gold und um die Stadt anzugreifen. Also dieser Punkt ist eigentlich echt der nervigste. Okay, gut, die nehmen das da hinten ein. Dann gehen wir da jetzt ran. Missiles sollten wir uns jetzt auch mal gönnen. Genau. Gut, dann sind die einen auch schon ausgeschieden. Okay, na, wenn sie angreifen, dann schießen wir einfach. Ganz simpel, so wie immer. Gut. Aber die respawnen hier jetzt halt. Das ist halt sehr uncool.
egal, ich hoffe unsere Jungs, meine Jungs schaffen das. Wir schon Datenträger, Punkt. Okay, Gold brauchen wir auf jeden Fall nicht. Wir brauchen Melee Damage und danach Attack Speed. Wir machen jetzt immer abwechselnd. Einmal Melee Damage, einmal Attack Speed. Einmal Melee Damage, einmal Attack Speed. Gut, aber was ist denn mit den Gelben? Was machen die denn? Wo eiern die denn rum? Das macht mir irgendwie keinen Sinn, was die Gelben machen. Naja, egal. Junge, jetzt lasst uns in Ruhe. Gut, genau. Gatecrasher. Das ist so eine Sache. Wofür brauche ich den? Hier, den hier brauche ich. Flag Capture Speed. Ich brauche den Gatecrasher nicht, weil ich ja die Basis habe mit dem einzigen Gates. Das ist so logisch. Oha, die haben es halt sogar eingenommen. Wie krass sind die denn? Ja, da kommen jetzt die. Ja, ja, okay, gut. Das ist logisch, was die gemacht haben. Los, Attacke, Boys. Lass den dummen Ägyptern keine Chance. Gut. Ich weiß gar nicht, was ich mir jetzt noch großartig. Oh ja, doch. Hero Respawn Time. Das brauche ich. Das brauche ich. Weil das ist halt echt nervig. Wenn ich halt endlos lange brauche, um zu respawnen. Ich sollte mir jetzt ganz, ganz flott den hier holen, damit ich die Ägypter erst auch mal ausrotten kann. Genau, greift mal an. Jetzt können die Griechen ruhig das andere einnehmen, das ist mir jetzt gerade egal. Wir sind jetzt hier ganz viel unterwegs, das Horn aktiviert. So, perfekt. Gut, dann sind schon zwei ausgeschieden. Wo wollte ich hin? Falsche Richtung, Leute. So, ich hoffe jetzt, die greifen F an. Weil dann können wir uns... Oder nicht, die kommen nach hier vor. Ja, auch gut. Attacke. Gut, Leute. Jetzt mache ich noch mal meinen Speer. Oh ja. Oh ne, der hat nicht getroffen. Aber ich kann jetzt hier mal wieder... Leute, ich brauche mal ein Update. Die Spearmen. Und dann danach die Legionäre. Spearmen. Ich habe das Gefühl, die Spearmen sind schlechter als die Militia. Ich kann mich ja täuschen, aber... Naja, könnte ja sein. Also, ich habe keine Ahnung. Aber ich bin mir halt unsicher, weil mir kommt das so vor, als ob die Spearmen schwächer sind. Also es ist nur eine das ist nur ein Übergang für mich zu den Legionären. Was meinst du, Spartacus? Hä? Achso, das meinst du. Okay. Gut, dann sollten wir jetzt mal hier die anderen beiden Sachen angreifen. Healing Aura und Flag Protection Aura. Ja, genau, die greifen jetzt wieder B an, weil die wollen halt die Landungsschiffe haben. Das ist einfach logisch. So, jetzt lasst ihnen keine Chance. Die dürfen es nicht direkt einnehmen. Nicht einnehmen, nicht einnehmen. Er ist auch nicht nach ganz oben. Er ist auch nicht nach ganz oben. Ja, okay, gut, sie können nicht respawnen. Das ist perfekt. Das ist super, ganz perfekt. Oh, nee. Ah, doch, hier. Standardpunkt. Batz, Batz. Attack Speed. Was habe ich jetzt gemacht? Ach so, ich muss mehrere Male das machen, dann kommt erst Attack Speed. Ach, ich bin so dumm. Naja, gut. Haben das wieder eingenommen. Jetzt direkt hier wieder Spearmen. Aber warte mal. Ich verfolge den jetzt mal. Den Typen, der da gerade weggelaufen ist. Ich will hier hochjumpen. Hi. Ne, geht anscheinend nicht. Ja, ich möchte die Legionäre, genau. So. Gut, gut, mach die mal gut. Der bei dem auch dieses Spearman. Oder sind ja schon die Hobby? Ich glaube nicht, das sind doch die normalen Spearmen. Aber der Alexander sieht jetzt schon echt krass aus. Okay, jetzt hier das hier ganz flott einnehmen. Und dann ist nur noch deren eine Basis. So, hopp, 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 hopp. Dann haben wir die schon... Ja, da kommen sie nämlich schon wieder. Junge. Oh, warte mal, wir haben doch jetzt Missiles. Dann werfen wir die jetzt darunter. Aber warte, wir sollten uns noch mal... Zweimal Missiles holen und
falls unsere Standarte mal wieder stirbt, was ich hoffe, was hoffentlich nicht passieren wird. Ja, easy. Alter, die sind halt da unten, wir sind halt hier oben. I have the high ground with my man. Ups, ich habe meinen eigenen Typ getroffen. Egal, einfach immer rein, einfach immer rein. Leute, achso, ich kann jetzt Legionäre. Jawohl, meine Legionäre, Brudi. Ich werde die jetzt einfach lang, Stück für Stück ein bisschen ausrotten, so dass die irgendwann keine Leute haben. Weil die haben schon keine Leute mehr. Gut, mein Standartenträger wurde ist auch schon tot. Warte, ich werf mal rüber. Ja, die sammelt sich dahinter. Oh nee, das ist in die Mauer gegangen. Oh nee. Wir kämpfen nicht an deren Flagge. Ich brauche erstmal meinen Standartenträger wieder. Und dann noch ein Update. Die und das. Dies und das und dies und das. Beides auf einmal geht nicht. Warte. Super, Missiles und jetzt Angriff. Spartacus, du bist eine absolute Maschine. Okay. Gut dezimiert, Leute. Sollen wir es jetzt angreifen? Ach komm. Warte. Nee, oh nee, Leute. Obwohl, das waren zwei. Ach, egal. Ich möchte ja ausrotten, ein bisschen quälen, die Typen. Junge, woher soll ich jetzt den Gatecrasher nehmen? Die sind noch in ihrer einen Basis. Okay. Jetzt mal hier. Oh ja. Hat die überhaupt noch Leben? Oh ja, direkt hier wieder Standartenpunkt. Per Seconds, bla. Ja, komm, wir holen uns jetzt diesen dummen Gatecrasher. Dann habe ich wenigstens hier alles voll. So. Warte, ich hätte jetzt mal eine Idee. Und zwar, jetzt mal Missiles, bitte. Und zwar, wir werfen die jetzt darüber. Und zwar jetzt. Ich muss jetzt die Kamera ein bisschen anders machen. Und ich habe sogar einen getroffen. Was? Oha, ich bin ja richtig gut. Obwohl, die sind ja nur vier, ne? Ja, komm. Wir machen die jetzt platt. Kommt. Warte, Leute, stopp. So. One-on-one with Spartacus. Nein, ihr solltet doch nicht kaputt machen. Eigentlich wollte ich ein One-on-One haben. Oh, schade. Naja, egal, Leute. Das war wieder ein relativ kurzes Video. Ich werde mal gucken, dass ich die Videos auch mal schneide. Also wenn ich zwei kurze Videos habe, dass ich die dann zu einem zusammenschneide, damit ich nicht immer so kleine Videos bringen muss, weil... Das mag ich halt nicht so gern. Ich mag halt ein bisschen längere Videos, bis zu 20 Minuten. Bisschen, vielleicht bis 30 Minuten. Naja, okay. Und ja, ich werde das nächste Mal die Ägypter spielen. Und die werden dann mal Großbritannien verteidigen. Und dann auch nochmal die Wikinger. Oder sind das Wikinger? Nein, das sind Gallier. Egal. Okay, also schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Lasst ein Like da und auch gerne ein Abo. Tschüss!